Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind jetzt bei der Einführung zum Korbleger links. Wir brauchen dafür unseren Ball, wie immer, dann zwei Gegenstände. Wir benutzen jetzt zwei Flaschen, mit denen wir uns ein bisschen was markieren können. Ihr könnt auch einen Stock nehmen, einen Stein, was ihr wollt. Wir stellen uns leicht links neben den Korb, gehen einen großen Schritt nach vorne, setzen die erste Markierung, gehen den nächsten Schritt nach vorne und setzen die zweite Markierung. Dann stellen wir uns einen Schritt weiter nach hinten, das ist unsere Ausgangsposition. Für den Korbleger links machen wir einen großen Schritt mit dem linken Bein, dann einen mit dem rechten Bein und gehen hoch. Ganz wichtig, habt ihr gerade gesehen, ihr müsst die obere linke Ecke des Rechtecks am Korb treffen, dann geht der Ball meistens rein. Ihr könnt am Anfang erstmal beide Hände benutzen, um den reinzumachen, weil mit links für die meisten von euch das ja etwas schwieriger ist. Wir machen 10 Stück davon. Ihr seht, ihr macht das am besten genauso wie der Marvin. Immer ganz in Ruhe hinstellen, einen Schritt zurück. Und wenn ihr mal was falsch macht, ist gar nicht schlimm, einfach weiter probieren. Ihr könnt auch versuchen, eure Schritte irgendwann ein bisschen größer zu machen. Und wenn das sehr gut klappt, dann könnt ihr auch mal versuchen, eure linke Hand zu benutzen. Das wird aber für viele schon sehr schwierig sein, deswegen könnt ihr erstmal beide Hände benutzen. Ansonsten könnt ihr das ja so machen, dass ihr 10 Korbleger macht und die letzten beiden immer mit der linken Hand. Viel Spaß!